Jede und jeder Deutsche verursacht im Jahr etwa 230 Kilogramm Verpackungsmüll. Das entspricht etwa 100 gefüllten Müllsäcken, die jede Person jedes Jahr an Müll produziert. Hier braucht es aktives Gegensteuern. Teil der Lösung sind das Pfandsystem und die Pfandboxen von Fabo. Das Pfandsystem von Fabo funktioniert ganz ähnlich wie dem des Flaschenpfandes. Man nutzt diese Boxen sozusagen als Transportverpackung, verzehrt das Lebensmittel, was drin ist, und bringt es dann ganz einfach wieder zum teilnehmenden Markt zurück und erhält sein Pfandgeld zurück. Also ein ganz praktisches Beispiel ist die Kaffeetüte. Ja, jeder kennt das beim Einkaufen von Kaffeebohnen, hat man diese Einwegverpackungen, die einmal benutzt werden, und wenn man sich überlegt, davon 150 Stück können mit dieser eingespart werden. Mit einer einzigen zu 150. Ich glaube, es ist ein ganz plastisches Beispiel, wie man mal transportieren kann, was da für ein Potenzial vorherrscht. Das Innovative bei Fabo ist allgemein erstmal das ganze System, weil wir uns komplett an einer ganzen Wertschöpfungskette Gedanken gemacht haben, wie dieses System funktioniert. Ein Mehrwegsystem ist doch sehr komplex. Und dazu haben wir halt eigens die Verpackung entwickelt, welche sowohl für die Reinigung als auch alle Logistikprozesse optimiert ist. Wir haben unten ein Inmode-Label eingebracht, welches mit einem 2D-Data-Matrix-Code versehen ist. Und das ist sozusagen der Punkt, wo das Produkt mit der Box verknüpft werden kann. Das heißt, ich kann als Endverbraucher den Code scannen, weiß, was ist drin, wie lange ist es haltbar, wo kommt es her. Und ganz viele weitere Informationen, die sonst immer mit einem beigelegten Zettel irgendwie transportiert wurden. Und das wird auch noch eingespart, zusätzlich zu der Verpackung.